Im Rahmen des Zukunftsprojektes Industrie 4.0 arbeiten wir an völlig neuartigen industriellen Assistenzsystemen, die mit dem Menschen zusammen kollaborativ Aufgaben in der Fabrik der Zukunft bewältigen können. Dadurch wird die Arbeit für den Werker auf der einen Seite physisch einfacher, aber auch spannender. Denn mit Industrie 4.0 gelingt es ja, dass die Fabrik sich viel stärker an den Takt des Menschen anpasst, weil wir keine monotone Fließbandarbeit mehr haben. Wir benutzen auch soziale Netzwerke in der Fabrik, um den Mitarbeiterinformationsaustausch zu optimieren. Und ganz entscheidend ist, dass der Mensch bei der Umrüstung von Fabriken, die heute durch die große Produktvielfalt und die Volatilität der Märkte ständig notwendig ist, von Systemen der erweiterten Realität unterstützt wird. Interessant ist dabei auch, dass die Maschine sich immer stärker dem Menschen in seiner Kommunikationsweise anpasst und nicht umgekehrt der Mensch sich den technischen Systemen anpassen muss. Das bedeutet, dass wir in diesen neuen Systemen dem Menschen erlauben, mit allen seinen Sinnen mit der Technik zu kommunizieren. Das geht von der Sprache über die Gestik, ja bis hin zur Mimik und Körperhaltung und natürlich die physische Interaktion, die ja nach wie vor in der Fabrik eine große Rolle spielt, die wird in den Kontext der Interpretation dieser Eingaben des Menschen mit einbezogen.